Alle Jahre wieder unterhalten wir uns über Anno 1800, aber dieses Mal ist es wirklich das allerletzte Mal, denn der neue DLC, der gerade herausgekommen ist, Aufstieg der neuen Welt, ist der letzte DLC der allerletzten Season für Anno 1800 und dann ist wirklich Schluss mit Erweiterungen. Dieses Mal hat Anno-Expertin Geraldine sich den DLC genauer angeguckt und einen ersten ausführlichen Einblick für uns und darüber wollen wir jetzt reden. Herzlich willkommen! Hallo, ich habe sogar mehr als einen ersten Eindruck. Ich habe ja auch schon einen ausführlichen Test geschrieben, der auch sehr viel länger ist, als ich geplant habe, doppelt so lang etwa. Also es ist mehr als ein erster Eindruck. Ein ausführlicher, kritischer Blick in die Tiefen des letzten DLCs. Genau, den Test könnt ihr selbstverständlich auch auf gamestar.de unter Gamestar Plus anschauen. Wir verlinken ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber wir haben hier jetzt auch einen Überblick darüber, was Geraldine über den DLC gelernt hat und wie sie ihn so findet. Ich würde gerne erstmal ein bisschen da anfangen. Wir haben jetzt gerade eben schon gesagt, das ist der letzte DLC der letzten Season. Die vierte Season ist damit jetzt offiziell vorbei. Wie geht's danach weiter? Gibt es ein Leben nach Anno 1800? Es ist eine berechtigte Frage, vor allem, weil es ja, wir sind ja schon davon ausgegangen, dass Dächer der Stadt, also das Finale von Season 3, das ultimative Anno-Finale sein würde, weil es sich auch angefühlt hat wie ein Finale. Und dann meinten sie so, ja, Season 4 kommt übrigens auch noch, Überraschung. Und jetzt haben sie mit dem Release am 8. Dezember, als Aufstieg der neuen Welt kam, haben sie dann eben auch angekündigt, okay, jetzt ist aber wirklich Schluss mit den Seasons. Also es wird noch auf jeden Fall mindestens ein kostenloses Update geben, eventuell auch noch was danach. Es wird auf jeden Fall noch kosmetische DLCs geben. Der erste wird der Drachengarten-DLC sein mit so Asien-Setting. Der kommt im Januar. Und danach kommt ja dann auch irgendwann noch die Konsolenversion von Anno 1800. Aber ansonsten haben sie eigentlich gesagt, sie konzentrieren sich jetzt, Zitat, auf das neue Projekt. Und das wird vermutlich dann der neue Anno-Teil sein. Und viele haben ja gehofft, dass dieses Asien-Setting noch eine neue Karte sein wird, also wirklich noch eine komplett neue Season oder ein neuer Season-DLC. Und jetzt haben sie es eben so als kleines Trostpflaster noch als kosmetischen DLC hinterhergehauen, weil es wahrscheinlich sonst einfach zu viel gewesen wäre nach vier Seasons. Und deswegen ist Aufstieg der neuen Welt jetzt wirklich das Finale, wie wir es eigentlich schon ein paar Mal gedacht hatten, dass es das sein wird. Ja, aber bevor wir jetzt die industrielle Revolution endgültig hinter uns lassen und in ein komplett neues Anno eintauchen, erzähl uns doch mal, was so die ganz große Neuerung von Aufstieg der neuen Welt ist. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Ja, die größte Neuerung und auch mein Highlight, was mir im Test am besten gefallen hat, ist die neue Bevölkerungsstufe. Die gab es ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr und die ist, wie eben alles von diesem DLC, was ja auch im Namen schon drinsteckt, alles für die neue Welt. Also fast nichts davon, außer eine Kleinigkeit, bezieht sich auf die alte Welt. Das heißt, es spielt alles auf dieser neuen Weltkarte und da gab es ja bisher nur zwei Bevölkerungsstufen. Die wurde jetzt erweitert durch die Artistas und die schaltet man frei, wenn man 1000 Obreros freigeschaltet hat. Und wenn man da dann alle Bedürfnisse erfüllt hat, wie man es kennt, kann man die eben aufstufen zu den Artistas. Und die waren wirklich mein Highlight, zum einen wegen der Produktionsketten, die sie mitbringen, da kommen wir ja gleich noch zu, aber zum anderen echt wegen der Atmosphäre, die sie mitgebracht haben. Weil ich persönlich fand die neue Welt immer ganz schön blass. Ich fand, die wirkte immer wie so ein wirklich merkwürdiges Abziehbild von so einer unbestimmten südamerikanischen Landschaft. So, es ist irgendwie alles so ein bisschen, aber irgendwie hatten die auch keine besonders eigene Kultur oder zumindest keine spannende Kultur. Und es wirkte alles so ein bisschen eindimensional. Und die Artistas bringen jetzt eben wirklich auch so ein bisschen Kultur mit rein, die vergleichbar ist mit der von der alten Welt. Weil die eben auch eigene Bedürfnisse haben, die spannend sind, weil die einen eigenen Charakter mitbringen und auch einfach einen Lebenssinn haben, abseits von wir schürfen irgendwie Öl für die reichen Schnösel in der alten Welt. Und das fand ich sehr cool. Ja, das sehe ich definitiv genauso. Also ich freue mich schon total, dass die neue Welt da jetzt noch eine zusätzliche Bevölkerungsstufe bekommen hat, weil die waren ja dann schnell irgendwie fertig. Aber du hast gerade eben schon die neuen Produktionsketten angesprochen, denn die neuen Artistas haben natürlich auch ihre ganz eigenen Bedürfnisse, ne? Ja, und dadurch ist die neue Welt jetzt tatsächlich, das ist eine ganze Menge, die neue Welt ist jetzt tatsächlich fast so ein bisschen ein eigenständiges Spiel, also was man wirklich mehrere Stunden eigenständig spielen kann, unabhängig von der alten Welt. Und die Artistas sind tatsächlich die anspruchsvollste Bevölkerungsstufe,
die es gibt im eigentlichen Sinne, abgesehen von den hochgestuften Hochhausinvestoren, die ja nochmal so eine separate Stufe sind, weil die eigentlichen Investoren sind wesentlich weniger anspruchsvoll als die Artistas, nur wenn du wirklich die höchste Hochhausstufe Investoren hast, die haben noch ein paar mehr Bedürfnisse. Ansonsten sind die Artistas jetzt wirklich Endgame-Content. Und zwar, was die brauchen, ich verlese kurz, sind zum einen Fußbälle, klar, das passt auch zum neuen Monument, was dabei ist. Das andere ist Mezcal, das ist so ein mexikanisches Spirituosengetränk. Das andere ist Jalea, das ist, sind so Meeresfrüchte, frittierte Meeresfrüchte. Dann brauchen sie Eis, Parfüm, Ventilatoren, Elektroroller, die übrigens eine wirklich kranke Produktionskette haben mit extrem vielen Schritten. Dann brauchen sie Kostüme für die neue Samba-Schule, das ist ein neues Gebäude, und Filme für das Kino, was noch ein anderes neues Gebäude ist, und Zugang zum Strand. Und der Strand ist die nächste Neuerung. Der Strand ist nämlich ein funktionales Gebäude, was man auch an diese sandigen Küstengebiete bauen muss. Und das ist eben so ein kleines, wie so ein Strandsteg mit so einem kleinen Strandhaus und drumherum so ein bisschen Sonnenliegen. Und man kann das dann noch erweitern durch Ornamente, also so Bootshäuser und auch Eiscremestände und sowas. Das heißt, du kannst wirklich den ganzen Strand, der vorher total kahl aussah, kann man noch bebauen irgendwie mit Ornamenten, mit diesem Strand. Und der Strand hat eben auch eine sehr, sehr große Reichweite. Also die haben tatsächlich als Standardbedürfnis, dass sie Zugang zum Strand brauchen. Aber da reicht es auch, wenn sie ein paar Straßen weg vom Strand sind. Wahnsinn, das ist eine ganze Menge, was die wollen. Also Elektroroller, verstehe ich da jetzt so die, die bei uns auch überall im Weg rumstehen? Oder so Vespa-mäßige Roller? Mehr so Vespas. Aber der Name ist interessant gewählt. Ich habe in meinem Test gesagt, der Elektroroller ist der Billardtisch der Südsee, weil er ähnlich kompliziert ist wie der Billardtisch aus Dächer der Stadt, der wirklich eine unnormal hohe Anzahl von Ressourcen gefressen hat. Und das tut jetzt eben der Elektroroller. Unter anderem Elektrizität, die auch neu ist in der neuen Welt oder quasi neu. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum man Elektroroller benutzt hat, weil es gibt ja auch Benzin, aber das Benzin bekommt man ja nur, wenn man den DLC hat. Und wahrscheinlich wäre es blöd, einen Gegenstand, ein Bedürfnis auf einem anderen DLC aufzubauen. Und deswegen die Elektrizität. Und die Elektrizität in der neuen Welt endlich. In der neuen Welt haben wir bis jetzt nur das Öl gebohrt und jetzt dürfen sie die Elektrizität auch endlich selbst benutzen. Endlich, ich war so aufgeregt, dass sie nicht mehr nur noch ihr Öl verschiffen müssen an die reichen alten Weltschnösel. Sie dürfen es jetzt tatsächlich selber benutzen und sie benutzen es zum einen für so die Herstellung von sekundären Gütern quasi. Also es gibt zwei Farmen, die es vorher schon gab, beziehungsweise eine davon gab es vorher schon, das eine ist die Rinderfarm. Und die produzieren sekundäre Güter, wenn sie an Elektrizität angeschlossen sind. Also bei der Rinderfarm ist es zum Beispiel so, sobald die einen Elektrozaun hat, heißt es in der Lore, also sprich an das Elektrizitätsnetzwerk angeschlossen ist, produziert diese Rinderfarm zusätzlich zu dem Fleisch auch Milch. Und Milch wird eben gebraucht für die Herstellung von Eis. Und zusätzlich kann die Elektrizität aber auch ganz normal benutzt werden, wie auch in der alten Welt. Also alle Produktionsstätten oder zumindest alle, die sich dafür eignen, sobald die irgendwie Teil von diesem Netz sind, sind die eben um einiges effektiver. Und das braucht man auch, weil man hat halt einen ganz schönen Produktionswahn in diesem neuen DLC. Und da hilft das enorm, wenn die ein bisschen an Produktivität zulegen. Ach, das gibt mir gerade schon Angst, wenn ich anfange, diesen DLC zu spielen, weil meine Inseln, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber meine Inseln sind schon super voll und vor allem in der neuen Welt habe ich irgendwann angefangen, mit Items die Produktionen zu perfektionieren, aber trotzdem, die Inseln sind so klein und so unhandlich. Gibt es denn vielleicht wenigstens eine neue Karte oder ein paar neue große Inseln? Ich bin so froh, dass du fragst, als hätten wir es geplant vorher. Du hast völlig recht, es gibt neue Inseln, es gibt keine neue Karte. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei Cap Trelawney, was ja so eine semi-neue Karte war, auf der dann eben die große Rieseninsel Crown Falls war. Sondern sie machen es so, dass die Karte der neuen Welt nach Nordost und Nordwest, also so bei den oberen beiden Kanten, erweitert wird. Und da kommen dann, in meinem Fall waren es 8 Inseln, ich glaube, es ist immer gleich, nochmal dazu.
Und eine davon ist auch sehr groß, also etwa halb so groß wie Crown Falls. Zumindest die nutzbare Fläche, es sind noch so ein bisschen Berge drumherum, aber die nutzbare Fläche ist so ungefähr halb so groß wie Crown Falls, was schon enorm viel mehr ist, als man in der neuen Welt kennt. Und sie haben auch keine nervigen Flüsse mehr, das heißt, man verschwendet nicht mehr unendlich viel Platz und Holz für Brückenbau, sondern man hat da wirklich extrem viel Platz, einfach zu bauen. Der Nachteil ist, dass die Vorkommen von diesen neuen Inseln auch zum Teil zufällig sind. Also die neuen Fruchtbarkeiten, die man zum Beispiel braucht, das wäre zum einen Fruchtbarkeit für den Kräutergarten und Fruchtbarkeit für die Orchideenzucht. Das sind Sachen, die nicht zwangsläufig auf der neuen Insel vorkommen oder zumindest in einer Kombination, in der man sie eigentlich nicht brauchen kann. Und sie kommen, glaube ich, nie beide vor. Und dazu kommt, dass es zum Beispiel sein kann, dass man einfach kein Lehm auf der neuen Hauptinsel hat, was einfach nervig ist. Aber es ist nicht schlimm, man kann es umgehen. Und dann haben die natürlich auch Ölvorkommen. Da ist das Praktische, dass das immer gleich ist. Das ist nicht zufällig. Das Ölvorkommen ist immer an so einem separaten unteren Zipfel von dieser großen neuen Hauptinsel. Was zum einen cool ist, weil man kann es wirklich abdecken mit halt nur zwei Werken. Aber es ist auch wirklich am Hintern der Heide. Es ist sehr weit weg von dem Hafen und Kontor, den man baut. Deswegen muss man auf jeden Fall sehr viel Stahl mitnehmen, um die Schienen dahin zu bauen. Das ist der einzige Nachteil. Spaß, Spaß, Spaß. Vorhin, als du über die neuen Bedürfnisse gesprochen hast, hast du auch das ganz große südamerikanische Fußballbedürfnis angesprochen. Und dafür gibt es auch ein neues Monument, hast du schon gesagt. Richtig, es gibt quasi sogar zwei neue Monumente. Das eine ist ein bisschen weniger spannend, das ist der Staudamm. So ein Staudamm kennt man ja so ein bisschen schon aus dem ersten Szenario, was es gab, Eden am Ende. Das war ja das erste kostenlose Szenario. Und der ist insofern ganz cool, dass wenn man ihn fertiggestellt hat, der hat drei Stufen, wenn man den fertiggestellt hat, dann versorgt er tatsächlich die ganze Insel mit Biostrom. Also dann braucht man die klassischen Elektrizitätswerke nicht mehr. Das ist super cool. Aber so rein für die Szenerie ist er natürlich nicht so spannend wie das Fußballstadion, weil das ist wirklich extrem atmosphärisch und sehr, sehr cool. Das funktioniert nämlich auch so, wenn man das einmal gebaut hat, bleibt es immer noch interaktiv. Das heißt, man kann danach noch irgendwie Ressourcen und Geld in die Hand nehmen und sagen, ich richte eine Meisterschaft aus in diesem Stadion. Die kann regional sein oder überregional oder sogar weltweit. Und entsprechend bekommt man dann eben Attraktivität natürlich für die Insel und auch Einflusspunkte. Und ich muss sagen, das ist die eine Sache, die mir, oder eine von zwei Sachen, die mir immer fehlt im Endgame, weil Geld hat man genug im Endgame, aber Einfluss fehlt mir immer. Und Arbeitskräfte. Das sind die zwei Sachen, die mir immer noch fehlen. Kann man das Fußballstadion auch in der alten Welt bauen oder nur in der neuen? Nee, das ist nur für die neue Welt, weil die neue Welt hatte ja bisher in dem Sinne kein eigenes Monument. Und da hat man jetzt tatsächlich auch mal einfach mehr Motivation, wirklich lange auch in der neuen Welt zu bauen. Und eben auch danach dieses Monument noch zu nutzen, was einfach super cool ist, weil man eben zwischendurch einfach diese Meisterschaften ausrichten kann. Und es ist sehr atmosphärisch gemacht, es ist ein kleines Detail, aber was mir besonders gefällt, ist, dass wenn das Stadion inaktiv ist, dann sind da trotzdem so kleine Leute zu sehen, die irgendwie die Ränge fegen oder die nächste Meisterschaft vorbereiten. Und das finde ich so schön. Also in Sachen Atmosphäre, auch die ganzen anderen neuen Gebäude, die Samba-Schule, dieser Ausschank für die neuen Getränke, die sind wirklich einmalig, was die Atmosphäre angeht und den Detailgrad. Da haben sie wirklich endlich mal das rausgeholt aus diesem Südsee-Setting, was sie vorher komplett haben liegen lassen. Schön, das freut mich sehr. Und was mich noch mehr freut, ist, dass parallel zu dem kostenpflichtigen DLC ja auch wieder ein kostenloses Game-Update gekommen ist. Kannst du mir erzählen, was da drin ist? Genau, das ist das Game-Update 16. Und da war ich in Ekstase, weil Natascha, da ist Folgendes drin, ein Multi-Move-Tool. Man kann endlich Sachen markieren und verschieben. Ich kann eine ganze Siedlung einfach meinen Mauszeiger über die Siedlung ziehen und sagen, ich setze diese Siedlung jetzt ans andere Ende der Insel. Und das ist fantastisch. Das ist ein großartiges Gefühl. Oh mein Gott. Das ist, ich glaube, nimm den Moment. Menschen, die nicht im Endgame von Anno sind, können gerade nicht so wirklich nachvollziehen, warum das so eine große Sache ist. Aber ihr müsst verstehen, im Laufe des Spiels, vor allem wenn man nach und nach neue DLCs hat, muss man so häufig seine Insel umbauen. Und wenn man dann einfach sein komplettes Industriegebiet nehmen und
verschieben kann, dann ist das wirklich eine große Sache. Es ist eine riesige Sache, vor allem wenn man jetzt auch wieder eine neue Bevölkerungsstufe hat, die man ja auch wieder verschieben muss, oder zumindest mache ich das eben gerne so, weil ansonsten verliere ich den Überblick. Dann kann man wirklich diese komplette Siedlung nehmen und einfach irgendwo anders hinsetzen. Und das ist so herrlich. Oder manchmal habe ich ja auch ein komplettes Konstrukt gebaut, was dann irgendwie so ein Feld falsch saß. Weil dann habe ich gemerkt, oh Mist, wenn hier dieses eine Feld noch frei wäre, dann könnte ich da eine Eisenbahnschiene bauen. Das wäre schön. Naja, man kann nicht alles haben. Und jetzt kann ich wirklich dieses komplette Konstrukt einfach nur um einen Pixel verschieben. Es ist fantastisch. Es funktioniert auch sehr gut. Ja, ich habe auch immer so Zuchtstationen für meine Arbeiter. Und dann, wenn man dann halt die ganzen Häuser nehmen kann, weil das Problem ist, wenn man halt einzelne Häuser verschiebt, dann kann es einem passieren, wenn man zu lange braucht, dass die Leute verhungern, weil man zum Beispiel die Straße noch nicht fertig gebaut hat oder so. Also so ein Multi-Move-Tool ist schon ziemlich, ziemlich geil. Sau cool, also da viel Spaß auf jeden Fall an alle, die da ins Endgame kommen wollen. Aber ich würde sagen, wir haben noch den wichtigsten Punkt, nämlich deinen persönlichen Eindruck. Was ist dein Fazit? Mein persönliches Fazit besteht erstmal aus zwei Tipps. Der erste Tipp wäre, dass man das wirklich erst, zumindest wenn es wirklich Spaß machen soll, erst im Endgame angehen sollte oder zumindest wenn man schon weit fortgeschritten ist und wirklich sagt, ich habe A, in der alten Welt erstmal alles so weit aufgeräumt, dass die eine Weile ohne mich klarkommen, weil ich bin irgendwie 20 Stunden in diesem DLC versumpft und ich war nicht einmal auf der alten Weltkarte und ich bin zurückgekommen und die sind alle irgendwie an Pest gestorben und waren verarmt. Also man muss vorher wirklich gucken, dass die alte Welt zurechtkommt. Und man braucht eben auch schon eine Menge Geld und Ressourcen und so ein bisschen Stabilität einfach, sodass man nicht irgendwie sagt, wenn ich jetzt eine neue Bevölkerungsstufe aushebe, dass ich direkt im Risiko bin, irgendwie ins Minus zu rutschen oder so. Aber wenn man im Endgame ist, dann fühlt sich das für mich richtig wie so eine Belohnung an nochmal, wie so eine letzte Belohnung, dass man sagt, so ey, ich habe richtig gut gewirtschaftet, ich habe die Ressourcen, ich habe das Geld, ich kann auch einfach mal ein paar Charterrouten mir gerade leisten, um ein bisschen irgendwie was auszugleichen oder so. Oder auch mal ein bisschen was importieren, was mir gerade fehlt. Und dann fühlt sich das fantastisch an. Und der zweite Tipp ist unbedingt, das mit dem anderen DLC aus der Season zu kombinieren, nämlich mit Keim der Hoffnung, der mir vorher relativ nutzlos vorkam und wo wir auch in unserem Test damals gesagt hatten, dass sich dieser DLC fast so anfühlt, als würde dann die neue Welt viel zu einfach werden. Weil die Hacienda aus diesem DLC sorgt ja dafür, dass man zum Beispiel jede Fruchtbarkeit auf der Insel haben kann. Und das fühlte sich fast zu leicht an. Aber jetzt verstehe ich, warum sie diesen DLC gemacht haben. Der war die Vorbereitung auf Aufstieg der neuen Welt, weil man braucht diese Möglichkeit, die Fruchtbarkeiten auszutricksen, sonst dreht man durch. Wenn man diese ganzen Fruchtbarkeiten, die man braucht für die neuen Produktionsketten, nicht hat auf der neuen Insel, das sind so viele, das ist irgendwie, das ist Mais, das ist Kakao, das ist Zuckerrohr und die ganzen neuen Fruchtbarkeiten und noch mehr, die ich gerade nicht im Kopf habe. Also ja, Hacienda hat ihren richtigen Wert gezeigt. Und wenn man das alles beachtet, dann ist es wirklich ein fantastischer DLC. Und auch genau der DLC, der mir gefehlt hat für die neue Welt und ich glaube, der vielen Leuten gefehlt hat für die neue Welt, weil er unglaublich viel Atmosphäre beiträgt, unglaublich viel Bauspaß. Ich hatte noch nie so viel Bauspaß in der neuen Welt. Und einfach irgendwie die neue Welt wirklich jetzt auch zu einem eigenen Erlebnis macht, wo man auch Lust drauf hat und wo man nicht nur hingeht, weil man sagt, ich brauche endlich Baumwolle und Kakao, sondern man hat eben wirklich Lust, in der neuen Welt zu bauen. Das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es kein spektakuläres Questdesign oder irgendwelche Events hatte und sich einfach ein bisschen weniger nach einem Finale angefühlt hat, als zum Beispiel Dächer der Stadt oder auch Land der Löwen es getan hätten. Und das ist ein bisschen schade, dass das jetzt so das Quasi-Ende von Anno ist, auch wenn es ja im Kleinen noch weitergeht. Es hat sich ein bisschen nach einem Mini-Feuerwerk angefühlt, als nach einem richtig großen Feuerwerk. Aber ich glaube, das kann man Anno verzeihen, nach so einer schönen jahrelangen Reise. Ja, und wenn ihr mehr über den neuen DLC und die komplette Season 4 wissen wollt, dann geht einfach auf gamester.de. Dort hat Geraldine mehrere ausführliche Tests geschrieben, den zum neuen DLC. Packe ich euch selbstverständlich auch gerne in die Videobeschreibung. Ansonsten noch ein paar harte Fakten. Der DLC ist jetzt am 8. Dezember 2022 rausgekommen. Und der DLC alleine kostet 15 Euro, der komplette Season Pass 25 Euro. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Rabattaktionen, wenn ihr da ein bisschen sparen wollt oder wenn ihr alle Sachen auf einmal kaufen wollt.
Vielen, vielen Dank, Geraldine, für diese ausführliche Beschreibung und Erklärung zum neuen DLC. Ich hoffe, jetzt hat jeder einen Überblick darüber, ob er oder sie ihn haben möchte. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ahoi!